Ich meine, ich habe mir das ja schon schlimm vorgestellt mit dem Eingang zur Psychiatrie. Und ja, von Berichten aus Ländern, die vielleicht überhaupt gar keinen Standard im medizinischen Bereich haben. Aber Marokko war ja lange Zeit, zumindest bis in den 60er Jahren, noch unter französischer Herrschaft. Und scheinbar stammen die Häuser und die Kliniken auch aus der Zeit. Das ist der Eingang zur Psychiatrie. Es sind keine Fenster vorhanden. Ich gehe einfach davon aus, dass es vielleicht auch im Winter nicht so kalt wird, dass die Leute hier frieren. Aber trotzdem scheint das alles morgens um 7 Uhr natürlich verlassen. Und wenn man das mal hinter mir sieht und der Zustand, ist das schon erschreckend für ein Land, das halt eben nicht ganz so weit entfernt ist von uns. Sind zwar ein paar Ambulanzen zu sehen, das heißt also, und ein paar Autos, die Rezeption bzw. die Toreinfahrt war nicht besetzt. Ich suche jetzt mal nach jemandem, der mir heute Morgen um diese Uhrzeit weiterhelfen kann. Hospital Sans Tabak. Der bringt einen dann auch nicht mehr um. Ich drehe das mal. Außer eine Menge Katzen und Hunde. Und einen Ambulanzwagen. Ist hier nichts. Das muss vor 30 Jahren mal eine große Klinik gewesen sein. Nee, ich glaube, hier möchte ich mich vielleicht doch nicht behandeln lassen.